Kammerin, Sie sind Coach, Sie begleiten Menschen, wollen dabei helfen, Potenziale zu entfalten. Sie selbst blicken auf einen ziemlich fordernden Lebensweg zurück, zu dem auch eine Nahtoderfahrung gehört. Aber schon als Sie 8 Jahre alt waren, wurde bei Ihnen Diabetes Typ 1 diagnostiziert, was Ihr Leben völlig verändert hat und Ihnen auch schwer zu schaffen machte, schon als Kind. Erzählen Sie doch bitte, woran Sie sich erinnern. Anfangs bekommt man das nicht so mit über, also mit 8, man weiß, was ungefähr, dass sich jetzt alles ändert und dass da etwas auf einen zukommt, das man zuvor nicht kennt, was man vielleicht auch nicht sieht. Und trotzdem einen großen Teil des Lebens ausmacht und auf Dinge schauen muss, wie Essen, Tagesabläufe, die sich verändern. Es gab also schon auch Einschränkungen in Ihrem Leben? Ja, man versucht ja immer alles trotzdem möglich zu machen und ich glaube, das haben auch meine Eltern gemacht und haben mich da auch sehr begleitet und dennoch ist es ja auch das Umfeld verändert sich und für die war es, ich war dann einfach, als ich dann zurück zur Schule kam, war ich einfach die immer spritzen musste und messen musste. Und so ein bisschen Außenseiterin? Ja, schon. Wie sind Sie denn damit im Lauf der Zeit zurechtgekommen? Ja, es ist wie ein schleichender Prozess, also man merkt es anfangs vielleicht nicht, man denkt ja, es ist alles gut und man hat es im Griff und am Anfang funktioniert ja der Körper noch so, dass er selbst mithilft und einen gewissen Anteil an Insulin selber produziert und deshalb auch starke Schwankungen anfangs noch nicht so massiv da sind. Und man lebt so sein Leben und irgendwann merkt man, also besonders in der Jugendzeit, dass irgendwie stimmt das nicht mehr mit dem, wer ich sein möchte. Also ich hatte dann das Gefühl, ja, ausbrechen zu wollen. Das war während der Pubertät? Ja, genau. Und ich hatte dann ganz viel auch immer Alkohol getrunken, also irgendwie den Schmerz kompensiert und versucht, einen Weg zu finden, um das Ganze zu betäuben und lebendig zu sein. Zuvor war es ja so, man versucht, das beste Diabeteskind zu sein, alles richtig zu machen und dann in der Jugendzeit war es dann eher das Ausbrechen aus dieser Identität, die man da wie auch übergestülpt bekommt. Rückblickend, waren die Ausbruchversuche erfolgreich? Ich sage es immer so, es ist sicher eine spannende Zeit, in der man sich ausprobiert, viel unterwegs ist, sich auslebt auf eine andere Art und Weise, die vielleicht manchmal etwas ungesund ist. Aber ich glaube, das gehört auch ein Stück weit dazu, um sich auch selbst wieder zu finden und seine Identität selbst zu finden. Hatten Sie dann doch das Gefühl, mit der Krankheit zurechtzukommen? Wie ging es Ihnen seelisch weiterhin? Ja, ich war immer so ein wenig auf der Suche nach, wie kann man das anders lösen? Oder wie, so die großen Fragen, was steckt dahinter? Und gleichzeitig hatte ich diese Phase von, ich merkte, ich nehme mehr wahr als andere. Also auch, ich hatte schon so als Kind und als Jugendliche hatte ich eigentlich immer, man könnte sagen, solche paranormale Phänomene immer mal wieder, also dass ich Dinge voraussah, Déjà-vus, also über längere Zeitraum, dass man weiß, was jetzt dann gerade passiert. Ich habe Dinge gesehen und gehört, was andere nicht sehen und hören. Und, was zum Beispiel? Ja, manchmal, dass jemand rumläuft oder dass jemand da steht oder solche Dinge. Ich wusste auch zum Teil, also das Thema Tod war irgendwie schon immer so ein Stück weit in meinem Leben. Auch wenn jemand
aus dem Leben scheidet, habe ich das schon manchmal früher wahrgenommen, konnte dann auch sagen, hey, es wäre gut, wenn du diese Person jetzt besuchen gehst. Ich habe dann nie offen darüber gesprochen, weil ich immer dachte, ja, dann bin ich so, ja. Die Hexe. Ja, oder man steckt mich in die Klapse oder so. Es gab eben eine starke spirituelle Veranlagung. Ja, genau. Also es war wie zum einen auch die Neugier, also wie so das Geheimnis über das Leben zu kennen oder zu entschlüsseln. Und gleichzeitig hatte ich auch extreme Angst davor, weil es waren nicht immer so angenehme Energien. Ja, manchmal fühlte sich das auch sehr einengend an oder ja, eher bedrohlich. Und gleichzeitig war da aber diese Neugier auch für das Entdecken, was gibt es da noch mehr im Leben. Und aus diesem ganzen Spektrum habe ich dann wie so auch eine Angst- und Panikattacke entwickelt und wollte eigentlich wissen, ja, was kann ich jetzt tun, wie komme ich da raus und wie kann ich mit all dem, was ich wahrnehme, auch umgehen. Und habe mich dann auch mit esoterischen und spirituellen Geschichten auseinandergesetzt und habe dann mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen in diesem Bereich und habe dann später dann auch Chirurgie und Aura-Technik gelernt und war aber zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr, wie soll ich sagen, ängstlich darüber zu sprechen, dass ich eben auch Angst habe und Panik habe. Also selbst in dieser Ausbildung, wo Menschen sind, die sehr offen diesem Thema gegenüber sind, traute ich trotzdem nicht darüber zu sprechen und habe dann immer so getan, als wäre das alles okay und ich käme damit klar. Und ja, dann habe ich dann über, weil es dann so extrem war oder ich so eine extreme Panik entwickelt hatte. Es war dann zu Spitzenzeiten so, dass ich dann 3 Monate nicht schlafen konnte, weil ich einfach von auch Energien, die dort waren, man kann schon sagen, attackiert wurde. Also ja, sind dann Dinge passiert wie Bilder, die plötzlich von den Wänden flogen und man hörte dann Dinge in der Wohnung, die man eigentlich nicht sah und Anrufe, die einfach auch kurios waren, habe ich dann durch eine Freundin einen Kontakt bekommen zu einem Therapeutenpaar, wo ich dann hoffte, die könnten mir vielleicht helfen, damit ich aus dieser Panik herauskomme oder sie aufweichen konnte. Und ja, so fand ich ja, zu diesem Therapeutenpaar, die mich dann begleiteten und über die längere Zeit, weil es war dann eine längere Begleitung, habe ich oder wurde aus dieser Klienten-Therapeuten-Beziehung eine Freundschaft und ich hatte wirklich mal das erste Mal so richtig das Gefühl, ich konnte jetzt darüber sprechen und auch offen darüber sprechen, über alle Themen, also nicht nur über die Panikattacken, sondern auch über Diabetes und ja, und er hatte dann so seine Vorstellung, wie man Diabetes auflösen kann oder wie man das los wird. Was war sein Ansatz, das Thema hinter der Krankheit zu finden oder eine bestimmte Lebensweise zu pflegen? Man könnte sagen, schon Thema dahinter und das aufzulösen, aber ich habe es wie zu diesem Zeitpunkt nicht genau verstanden, weil das war so wie, wie ein Konzept dahinter. Und ich habe dann auch nie nachgefragt oder so, weil ich dachte, ja, schon gut. Das resonierte nicht mit mir. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie manchmal auch einen Blick in die Zukunft werfen konnten. Hat das auch Sie selbst betroffen? Haben Sie ein entscheidendes Erlebnis in Ihrer eigenen Zukunft vorhersehen können? Ja, es war
im Herbst, genau, so einen Übungsabend, wo wir uns getroffen haben, um diese Techniken der Ausbildung einfach zu üben. Und dann war es so, dass ich mit zwei Kolleginnen da war und ich fiel dann plötzlich so in einen Trance-Zustand. Und während diesem Trance-Zustand wusste ich, also ich kann das nie genau definieren oder herbeiführen, weil es ist einfach da. Es öffnet sich wie so eine Zeitlinie oder ein Tor oder wie man das nennen möchte oder ein Fenster und dann weiß ich, was passiert. Man fühlt es, manchmal hört es, manchmal bekomme ich auch irgendwelche, also ja, höre ich einen Teil davon. Und ich wusste dann, dass ich ein Nahtoderlebnis haben werde. Und es dauerte eigentlich nicht lange, so vielleicht ein paar Sekunden. Da kam ich dann wieder zurück und sah sie so an und sagte, ja, ich werde ein Nahtoderlebnis haben. Und sie schaut mich nur so an und sagt, ja, hoffentlich nicht. Okay, und dann war irgendwie die Geschichte schon wieder gut. Und ich selbst habe nie wirklich daran geglaubt, weil bisher kannte ich solche Erlebnisse eigentlich nie über mich selbst, sondern immer nur über Menschen aus dem Umfeld. Schließlich kam es dann wirklich zu einer Nahtoderfahrung. Ja, nicht sofort, aha, sondern es war dann gegen Dezember dann zu und dann merkte ich, ja, mir ging es nicht so gut. Ich habe auch nicht mehr so gut zu mir selbst geschaut, also auch zu der Krankheit. Ich habe das dann immer so ein bisschen abgetan und gesagt, ja, das ist eine Grippe und das wird schon. Und die Werte schwankten und ich merkte dann, ich habe es nicht mehr wirklich so im Griff, meine Krankheit. Und habe dann meinen Eltern angerufen. Sie sollen mich dann ins Krankenhaus fahren. Da stimmt was nicht. Und ich hatte ja zu dieser Zeit so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Weißkittelphobie, könnte man sagen. Also ich war Ärzten gegenüber eher misstrauisch, nicht so positiv gestimmt, weil ich einfach viele Erfahrungen, seit ich 8 war, gesammelt habe, die immer sehr mit Schmerz verbunden sind. Oft auch, ja, wenn man so jung ist, muss man vielleicht auch Dinge über sich ergehen lassen, die man nicht für angenehm empfindet. Die man nicht wirklich will. Nein, und ja, dann war es so zu dieser Zeit, dass sie überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse eingegangen sind. Also ich suchte dann das Gespräch, dass so wie sie die Werte jetzt einstellen wollen, dass das so nicht funktionieren wird, weil aus Erfahrung brauche ich zum Beispiel mehr Medikamente, dass das wieder ins Lot kommt und so weiter. Und man hat einfach nichts gemacht. Und man kam auch nicht auf mich zu oder hat mit mir gesprochen. Und ich fühlte mich so wie ein Stück wie eine Laborratte, die da saß und ich hatte das Gefühl, ich vergeude jetzt da meine Zeit, weil keiner mich wahrnimmt. Und ja, dann habe ich dann entschlossen, so nicht, ich gehe wieder nach Hause. Sie haben es in die eigene Hand genommen. Ja, nach ein paar Tagen merkte ich, dass das aber irgendwie für meinen Körper noch nicht so gut ist, nach Hause zu gehen. Also aus heutiger Sicht würde ich sicher gewisse Dinge anders tun. Und merkte auch, dass mein Körper mein Medikament, also mein Insulin, nicht mehr annimmt. Ja, da bin ich innerlich kurz in Panik geraten und dachte, ja gut, Natascha, jetzt gut durchschnaufen, weil es bringt nichts, in Panik zu geraten. Jetzt musst du eine Lösung suchen. Und durch das ich meine Eltern zuvor schon gebeten habe, mich ins Krankenhaus zu fahren, hatte ich so wie das Gefühl, ich kann es jetzt nicht nochmals darum bitten. Also ich fühlte mich da, wie soll ich sagen, wie ein Versager. Ich hatte das Gefühl, ich enttäusche sie.
wenn ich jetzt wieder anrufe und sage, hey, ja, ist doch nicht so gut, lass uns da wieder zurückfahren. Und dann versuchte ich, so meine Freunde anzurufen. Und das Lustige war, oder vielleicht sollte es eben einfach so sein, es nahm niemand ab, außer das Therapeutenpaar. Das waren alle irgendwie bei der Arbeit oder sonst wo. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, hey, könnt ihr vielleicht vorbeikommen? Mir geht es nicht gut. Und die kam dann vorbei und hatten mir dann geholfen, die Taschen zu packen. Und sie nahmen mich mit zu sich nach Hause, weil ich fand es, ja, ich wollte irgendwie nicht mehr allein sein, ich fühlte mich nicht mehr sicher. Und ich, also es war so ein Schlüsselerlebnis irgendwie, weil ich weiß noch, ich bin so aus meiner Wohnungstür, habe die abgeschlossen oder mich umgedreht, sie abgeschlossen. Und das war so wie, als würde ich jetzt die Tür zu meinem alten Leben abschließen und gab die Verantwortung ihnen ab. Genau. Und dann sind wir zu ihnen nach Hause gefahren. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann, wie soll ich sagen, habe ich nicht mehr alles so detailliert im Gedächtnis, weil einfach, da ich körperlich schon so abgebaut habe, nicht mehr wirklich so da war. Aber ich weiß, dass ich 2 Tage bei ihnen war, ohne Medikamente, ohne also Insulin ist für mich lebenswichtig. Ich weiß noch, dass ich das Zimmer des Kleinen bekommen habe, der zwischendurch vorbeischaute, mir die Hand aufs Knie legte, mich mit großen Augen anschaute. Ich weiß noch, dass ich nicht mehr selbst aufstehen konnte. Sie mir halfen, wenn ich auf die Toilette musste. Und es gibt noch eine Szene, die ich so in Erinnerung habe. Das ist dann später in diesen, also ja, von diesen 2 Tagen, wo er einen Anruf oder ein Telefonat hatte mit jemandem, ich meinte aus Deutschland. Und ich hörte nur noch die Stimme der Frau, die dann sagte, du bringst sie noch um. Und ich würde sagen, es muss irgendwie gegen Mittag sein, kam sie ins Zimmer, schaute mich an und ja, dann knipste ich wie so alles aus. Quasi dann, ja, hörte mein Herz aufzuschlagen und ja, ich verließ so diese Welt. Und ja, ich hatte zuvor irgendwie Hölle, also ich weiß noch, sie hat mir noch Davalgan gegeben, weil ich so höllische Schmerzen hatte, mein Körper einfach zu voller Schmerz war, weil er ja nicht mehr konnte, übersäuert war, die Organe versagten. Und auf einmal war einfach dieser Schmerz wie weg. Und endlich war irgendwie alles still und ruhig und so friedvoll, so als wäre alles so entspannt und gäbe es keine Hektik mehr und war ich einfach irgendwie frei auf eine schöne Art und Weise. Und ich weiß noch, wie ich, ja, das war wie so, plötzlich wird alles heller und ich hatte wie das Gefühl, so eine goldene Kugel käme auf mich zu. Und ich weiß nicht, ob ich nah der Kugel kam oder die Kugel auf mich zu. Auf einmal wurde die einfach immer größer und größer und größer. Und aus dieser Kugel wurde wie ein Feld. Und ich tauchte wie in dieses Feld ein. Und als ich da eintauchte, merkte ich plötzlich, dass ich wie so die Umgebung trotzdem noch wahrnehme, aber so einen Blickwinkel von 360 Grad hatte. Und wenn ich etwas dachte, dann
war ich bereits dort. Also es war alles irgendwie zum selben Zeitpunkt da, könnte man sagen. Und alles verschmelzte miteinander. Also es gab nicht mehr diese Trennung von Körper und diese Begrenztheit von einem Körper, sondern es war eigentlich wie offen und einfach so absolut friedvoll und schön und ja, ruhig. Und plötzlich hörte man aber auch diesen Klang, so einen angenehmen Klang, einen wohltuenden Klang. Und umso länger ich da in diesem Feld war, verschmolz ich mit diesem Feld. Und es gab nicht mehr diese Begrenzung von Tisch und Stuhl, sondern es war einfach alles eins. Und umso länger ich da war, umso heller es wurde, entdeckte ich, wie verschiedene Seelenanteile oder Menschen, die ich irgendwie kannte, und ich wusste, die sind eigentlich nicht mehr, die leben nicht mehr wirklich, und es spielt ja auch keine Rolle, also wie soll ich sagen, ich sah die Gesichter nicht, sondern sie hatten einfach ihre Energie. Und es war auch egal, ob Pflanze oder Tier oder Mensch, man spürte die verschiedenen Essenzen dieser Energien und ich konnte sie so einordnen. Und ich war aber nicht lange lange dort, wie soll ich sagen, ich habe nicht irgendwie mit ihnen gesprochen oder so, sondern es ist, als wäre ich ein Tropfen eines Ozeans, so fühlt es sich an. Also man verschmolz mit all dem und plötzlich hatte ich so das Gefühl, so durchspült zu werden. Als würde Wasser mich durchspülen und vielleicht auch ein Stück reinwaschen oder wegwischen. Und ich verschmolz eigentlich mit diesem Ozean und kam dann plötzlich an einem Ort, also ich wurde dann angespült wie auf wie so einem Sandstrand, und plötzlich wurde es heiß. Ich hatte wie so das Gefühl, ich werde so von der Sonne geküsst, so gefühlt, weil es so angenehm warm war und hell und friedlich. Und als ich dann so rüberschaute, sah ich so, dass dort jemand auf mich wartete, und für mich war all das nicht Ungewöhnliches, als würde ich wissen, dass es jetzt irgendwie weitergeht. Und dann stand jemand dort mit einer Harley, so habe ich sie in Erinnerung, und holte mich ab, und ich begrüßte ihn, als würde ich ihn irgendwie schon immer kennen. Und dann fuhren wir eine Strecke, also wie, die war eher so trocken und heiß, also es war richtig, ich hatte das Gefühl, ich habe richtig, also eine Hitze war da. Und ich habe richtig, also es hat richtig gebrannt, und es war dann angenehm, in diesem Fahrtwind zu fahren. Und er brachte mich, also das war dann eine längere Reise durch so eine kahle Wüstenlandschaft. Und er brachte mich dann zu einer Haltestelle. Und ich wusste einfach, dass ich jetzt da warten muss und dass dann jetzt ein Zug einkehren sollte. Und der kam dann auch, und dann haben sich die Türen geöffnet, und dann habe ich wie meine, ja, als wären das so irgendwie Begleiter, die ich schon immer kenne, unterschiedlichen Wesenheiten, haben mich begrüßt, und es gab dann wie so einen Auftrag, und dann fuhr der, also schließend haben sich die Türen wieder geschlossen, und wir fuhren dann zu einer neuen Haltestelle. Und dann, also ich habe dann immer so einen Auftrag bekommen, wo ich dann abgesetzt wurde, und dann wusste ich einfach, ich muss dort
irgendetwas tun. Also ich weiß nicht mehr jedes Detail. Ich weiß noch, dass ich recht lange gezögert hatte, ob ich überhaupt wieder zurück möchte oder oder nicht, ob ich etwas ändern will, etwas ändern möchte oder nicht. Und habe dann lange eben gezögert und bin dann letztlich doch wieder an die Haltestelle zurück. Und ich weiß noch, dass sie alle in diesem Zug dann geklatscht haben und froh waren. Ich hatte wie das Gefühl, man hatte wie diese Zeit oder diesen Zug wie aufhalten müssen, dass ich überhaupt wieder einsteigen konnte, um wie zurückzukommen. Das war so die letzte Haltestelle. Und danach kehrte ich wie wieder mehr zurück in meinen Körper. Also ich habe dann gemerkt, dass ich dann plötzlich wieder den Körper spüre und wahrnehme, aber noch nicht ganz. Also ich war zwar wieder mit dem Körper verbunden und ich konnte den Schmerz des Körpers wieder wahrnehmen, aber ich konnte noch nicht aufwachen. Oder also das wurde mir schon klar, dass ich da noch nicht ganz zurück war, aber in einer so Art von Gefangenhalten im Körper sein. Also das war dann eher albtraumhaft? Ja, das war dann wie vom Traum zum Albtraum, hat sich dann das wie so entwickelt, weil zum einen merkte ich, dass da um mich herum noch andere Menschen waren, aber ich konnte mich nicht äußern, ich konnte mit ihnen nicht sprechen, ich konnte meine Bedürfnisse nicht ausdrücken und ich merkte auch, dass ich da immer wieder auch mit Medikamenten wie ruhig gestellt wurde und innerlich rebellierte ich dagegen, weil ich merkte, ich will das nicht. Das heißt, Sie sind dann in den Körper zurückgekehrt, bemerkten, dass da etwas mit Ihrem Körper geschieht, wussten aber gar nicht genau, wo Sie waren. Ja, also mir wurde dann bewusst, dass ich in einer Klinik sein muss, weil ich rundherum verschiedene Menschen wie spürte, die in einer ähnlichen Situation sind, die sich auch nicht äußern können, aber irgendwie wie noch mehr feststecken als ich. Also mir war ja das bewusst, dass ich ja, wie soll ich sagen, festgehalten werde in einer Situation oder in diesem körperlichen Dilemma oder wie man dem auch immer sagen möchte. Und die waren dann eher so apathisch dort. Ja. Und ich merkte aber auch, dass ich besucht werde von meinen Eltern und meinen Schwestern. Und ich merkte auch, dass es noch andere Menschen gab, die da waren und mich mit betäubten quasi. Also ich merkte dann auch, wenn dann jemand näher kam, ich spürte auch, dass dann mein Herzschlag dann schneller ging und dann wieder eine Injektion gesetzt wurde und dann der Körper wieder stabilisierte oder ruhig stellte. Und das war nicht so ein schönes Erlebnis. Und dann habe ich, irgendeinmal habe ich mir dann halt auch vorgestellt, was wäre, wenn ich dann nicht mehr zurückkomme, wenn man jetzt, also man geht dann alle Szenarien so durch, was noch möglich ist. Und hatte dann zuletzt mich dazu entschieden, dass ich jetzt einfach loslasse, weil ich nichts ändern kann. Und war dann irgendwie auch sehr verzweifelt und habe dann gesagt, so, und wenn ich zurückkomme, lieber Schöpfer, Gott oder wer auch immer da ist, dann einfach wieder vollkommen gesund. Ich komme nur gesund zurück und das ist mein Deal und ich will jetzt zurückkommen. Und jetzt lasse ich los, weil ich habe alles getan. Also ich habe einfach gesagt, ich habe versucht zu dealen mit dem Leben. Und, Sie sind in ein Koma versetzt worden. Ja,
Und lustigerweise war es dann so, dass es dann wirklich dann etwas passierte. Also nicht sofort, aber es war dann nicht mehr so lange Zeit wie zuvor. Und dann haben sie mich aufgeweckt und haben gesagt, dass ich jetzt, ich weiß nur noch, dass sie das Wort, ich werde zu meiner Mutter gebracht oder so. Also irgendetwas mit meiner Mutter gesagt und dann wusste ich, jetzt geht es vorwärts. Ihre Nahtoderfahrung begann also als mystische Einheitserfahrung. In der weiteren Folge aber standen eher ich-bezogene Erlebnisse im Vordergrund, Erlebnisse in Raum und Zeit, die Stationen. Von Nahtoderfahrenen hört man oft, dass die Erlebnisse realer als real erscheinen. Man hat den Begriff der Hyperrealität dafür gefunden. Koma-Erfahrungen erscheinen demgegenüber oft eher wie Albträume. Haben Sie in der Gesamtheit Ihrer Erlebnisse auch diesen Qualitätsunterschied erlebt zwischen der eigentlichen Nahtoderfahrung und dem, was Sie dann im Koma erlebt haben? Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich abgeholt wurde mit diesem Motorrad, also mit dieser Harley, war es für mich wie so ein Nahtoderlebnis, wie man es klassisch so ein bisschen kennt. Und danach war es ja so, dass ich diese Hitze, das ist ganz klar etwas aus dem komatösen Zustand, weil ich da extrem hohes Fieber hatte, das man nicht kühlen oder runterbringen konnte. Also da vermischt sich so ein wenig, weil das Durchspülen des in diesem Ozean, in diesem Meer ist bereits schon dieser Übergang, weil man hat mich dann anscheinend auch den Körper versucht zu kühlen. Für mich war das bis Ende der Station eigentlich sehr, sehr, sehr real und eigentlich nur zu, also nicht eigentlich, sondern zuletzt dann war es dann wie eine andere Qualität, weil ich dann merkte, ich bin dann dem Körper wieder nahe und ich merkte, die Menschen um mich herum kannte ich teilweise oder merkte, das muss Personal aus dem Krankenhaus sein. Das ist dann schon eine andere Qualität. Sie haben erzählt, dass Sie sozusagen erlebt haben, wie Ihr Herz zu schlagen aufgehört hat. Wie ging es dann weiter? Ist das richtig? Der Therapeut hat Sie reanimiert, dann wurden Sie in die Klinik gebracht, die Reanimation wurde dabei fortgesetzt und eben weitere lebensrettende Maßnahmen getroffen. Genau, ich habe ja dann quasi das Licht ausgeknipst und start dann. Und er hatte mich dann gerade reanimiert, von der ersten Sekunde an. Und dann hatte ich eigentlich 45 Minuten Herzstillstand. Also sie haben dann versucht, sie haben dann den Notarzt gerufen. Der kam auch, sie wollten mich dann fliegen eigentlich, in die Klinik fliegen, weil der Zustand so schlecht war. Ging dann zu diesem Zeitpunkt nicht, weil das Wetter nicht mitspielte. Genau, dann haben sie mich mit dem Krankenwagen mitgenommen. Dann mussten sie die ganzen Geräte organisieren, weil das Krankenhaus hatte diese Geräte nicht. Und dann war noch der Transport von Luzern nach Zürich. Und dann ist es sehr spannend, als ich dann vom Koma zurückkam, war es wieder für mich wie eine Zugreise. Also ich wurde wieder quasi wie betäubt, also könnte man sagen, oder einfach ruhiger gestellt, damit man ja das gut, ja, nicht wieder zu viel Aufregung und so, dann bekommt man ja auch etwas, dass man, wie soll ich sagen, etwas beruhigter ist. Und für mich, ich war dann ja auch nicht mehr ganz da, aber für mich war das wieder wie eine Zugreise, weil die alten Züge, wenn man da den Waggon wechselte, der rührte so.
ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert. Und für mich hörte sich das wie wieder eine Zugreise an. Und dann wurde ich eigentlich von Zürich nach Luzern gebracht. Und das war für mich auch wie wieder eine Zugsreise, eine weitere Haltestelle. Wie ging es denn dann körperlich weiter? Haben Sie sich weitgehend erholt? Ja, also für mich, ich habe so eine positive Energie mitgenommen aus diesem Erlebnis. Und ich wusste ja bis dahin nicht, was passiert ist. Also ich kam dann zurück, ich wusste weder, wie das passiert ist, wer da dabei war, wieso, dass ich im Krankenhaus war, war mir bekannt, weil das war so der Prozess, den ich so mitbekommen habe. Aber die Geschichte dahinter, die war mir nicht bekannt. Und dadurch, dass ich so eine positive Energie mitgenommen habe, war für mich irgendwie alles möglich. Mein Kopf würde es ja nie zugeben, dass ich aufgeben würde. Also ich habe teilweise, ich konnte ja nicht mal selber greifen. Also man musste mir anfangs auch das Essen eingeben, weil ich einfach körperlich so abgebaut habe. Ich habe knapp noch 40 Kilo gewogen und Muskulatur war auch nicht mehr da, also ich konnte nicht mal meinen Kopf halten. Wie lange waren Sie insgesamt in intensiver Krankenhausbetreuung? Also ich habe ja 10 Tage Koma und dann war ich etwa, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwa vielleicht auch noch mal 10 Tage, bevor es dann zur Reha ging. Und das war so, ich hatte so einen Lebenswillen gehabt. Also ich hockte manchmal da mit zwei Stunden und war 2 Stunden am Essen, weil ich einfach wusste, ich will wieder zu Kräften kommen. Und ich hatte ja damals eine Nasensonde bekommen, wo man mich am Leben hielt mit Nahrung. Und die wollte ich ja möglichst schnell loswerden. Also habe ich alles getan, um diese loszuwerden. Das war so wie das erste Zeichen für, ich werde wieder und das geht wieder. Und ich habe mir dann, es gab so diesen einen Satz, den ich immer mitgenommen habe. Ich habe ihm gesagt, morgen ist ein neuer Tag und neuer Tag ist neue Chance. Und ich habe mir immer Zeit genommen für meine Emotionen, was ich zuvor ja nie gemacht habe, Emotionen nie gezeigt. Und ich habe mir wirklich so Zeiträume geschaffen für meine Emotionen und dann konnte ich voll weinen und mich verletzlich zeigen. Und dann habe ich dann aber wieder mich neu entschieden, was ich jetzt tue. Und weiß noch, dass eben meine Niere dann nicht funktionierte und das habe ich auch nicht irgendwie nicht wirklich wahrgenommen, sondern ich musste dann einfach an die Dialyse das Blut waschen und für mich war das etwas, ich konnte das nicht sehen, für mich war das sehr etwas zu wissen, dass ich meinem Körper antat, also schmerzte mich sehr und ich konnte das auch nicht sehen und deshalb habe ich einfach gesagt, so und jetzt gehe ich Wellnessen für meinen Körper. Jetzt habe ich 5 Stunden Zeit zum für mich meditieren, weil Fernsehschauen liegt nicht drin, weil ich finde, das ist nichts Positives und bringt mich nicht weiter. Also mache ich alles, was mich in dieser Zeit gut tut und das ist für mich Wellness und Wellness mache ich so mir bequem. Und dann habe ich einfach diese Zeit genutzt, damit mein Körper regenerieren darf. Und die Ärzte kamen dann rein, haben ihnen gesagt, dass das nicht funktioniert. Und ich habe gesagt, doch, ich weiß, mein Körper ist gesund. Er kann das und er wird das. Das wird schon. Und so war es danach. Also eine Woche später setzte die Niere wieder ein und es funktionierte wieder. Und das war für sie auch so unglaublich, also für die Ärzte war das auch so etwas Unglaubliches. Ich habe nie daran gezweifelt, dass das nicht möglich ist. Wie sind Sie dann mit dem Thema Diabetes weiterhin umgegangen?
erste Moment war etwas ernüchternd, so zu wissen, okay, es ist noch, war dann kurz etwas, ja, frustriert ist vielleicht zu viel gesagt, aber so, okay. Der Deal war ja, ganz gesund sein zu wollen. Ja, aber ich definiere mich als ganz gesund. Wenn ich jetzt eine Grippe habe, dann würde ich sagen, ich bin krank. Aber mit Diabetes fühle ich mich nicht krank. Sie haben sich letztlich damit wirklich arrangiert. Ja, genau. Ich habe mir einfach gesagt, okay, jetzt ist es so. Und es war jetzt nicht gerade das erste, also das ganze Thema, das habe ich dann später nochmal angeschaut, weil ich dann merkte, dass ich das immer noch nicht ganz für mich akzeptiert habe. Und das war dann auch noch ein Prozess, aber ich glaube, ich verstehe heute die ganze Krankheit etwas anders. Also ich glaube, dass Diabetes nicht das Problem ist, sondern wie ich damit umgehe. Und dass es eigentlich nur eine Kommunikation von einem Körper ist, der dir hilft, Dinge anders zu sehen. Also es ist wie ein Verstärker für das, was ist. Also wenn ich emotional jetzt wütend bin, dass der Blutzucker dann reagiert, das kann ich jetzt eins zu eins sehen. Ich verstehe jetzt, wieso was ist. Ich verstehe, dass der Körper einfach eine Form findet, um sich auszudrücken. Und ich glaube, für das ist Diabetes heute für mich da. Und ich glaube, ich habe das alles gebraucht, zum auch verstehen, es geht nicht darum, etwas aufzulösen oder in einen Kampf zu gehen gegen die Krankheit, sondern zu verstehen, was will er dir damit mitteilen, was will er dir sagen. Und diese Dinge sind vielleicht genau die, die dich dann am weitesten bringen. Und ich glaube, dass er mir hilft, mich weiterzuentwickeln. Und es ist einfach ein Begleiter, mein unsichtbarer Begleiter. Ich habe dann angefangen, ihm einen Namen zu geben, weil ich so gefunden habe, ja, wenn er schon da ist, dann soll er, wenn dann soll er schon ein guter Kumpel sein, und wie will ich meinen Kumpel haben? So habe ich ihn dann Johnny genannt. Also das war so der erste Schritt, so, oder eins der Schritte für die Akzeptanz. Und heute ist es eher ein Thema, was ich sehr interessant finde, herauszufinden. Und wieso funktioniert das jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle? Oder wieso schwankt er jetzt? Und es ist mir so eine Entdeckungsreise geworden. Also als Hilfe für einen Bewusstwerdungsprozess. Ja, extrem, ja, genau. Wie ging es nach der Nahtoderfahrung, nach dieser Krise weiter? Also das Äußerliche hat sich ja auch sehr verändert. Ich habe ganz viele Haare verloren. Ich hatte so lange blonde Haare und hatte dann plötzlich hier etwas, so ein Durchmesser, keine Haare mehr. Und ich wusste ja, dass da viel passiert ist. Da habe ich mich dann vorbereitet und gesagt, okay, Natascha, wenn du jetzt das erste Mal vor den Spiegel trittst, dann wirst du aussehen wahrscheinlich wie ein Gespenst. Also zuerst tief durchatmen und dann Augen zu und durch. Und das war dann auch so. Also ich habe mich immer wieder so ein bisschen vorbereitet auf das, was kommt, und einfach mit Humor genommen. Dafür hatten Sie dann auch die Kraft? Ja, weil irgendwie diese Energie, die man mitnimmt, die ist einfach unbeschreiblich. Hatten Sie danach noch Kontakt zu dem Therapeutenpaar, vielleicht um herauszufinden, was wirklich geschehen ist, vielleicht auch seinen Ansatz, mit Diabetes umzugehen, aufzuarbeiten? Genau, es war ja dann so, ich hatte dann etwa nach dem Ganzen, ja etwa ein halbes Jahr nach diesem Erlebnis, wie immer noch meine Geschichte noch nicht. Was ist genau passiert, wusste ich bis dahin immer noch nicht. Und jeder in meinem Umfeld hatte seine Geschichte sich zusammengereimt, obwohl sie auch nicht wirklich wussten, was passiert ist.
Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das Therapeutenpaar auf einem neutralen Boden nochmal zu kontaktieren, begegnen, um sich auszusprechen. Und das tat ich dann. Also da kam voran die Frau des Therapeuten, weil unsere Verbindung irgendwie ganz speziell war. Und ja, es war eine spezielle Begegnung, weil ich nicht wusste, wie ich damit jetzt umgehen sollte und sie auch nicht. Und es war so irritierend, weil aus ihrer Sicht hat sie wieder das Gefühl gehabt, ich wäre wieder die, die ich war. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, es ging dann um ihre Themen. Und ja, also auch, ich hatte lange Zeit, um all das zu reflektieren und mir bewusst zu werden, was stimmt für mich, was nicht, was würde ich im Nachgang anders tun. Und ich hatte wieder den Eindruck, für sie war das alles okay und sie würden das wieder so tun. Und dann ging es eigentlich um ihre Traumata, die sie erlebt hatte. Und ja, ich dachte so, okay, ich habe mich jetzt die letzten Wochen, Monate zurückgekämpft und irgendwie war da, ich weiß auch nicht, was ich erwartet hätte. Ich hätte vielleicht einfach, doch, ich hätte etwas erwartet wie, es ist auch nicht alles okay gelaufen oder irgendetwas in diese Richtung. Und da kam so nichts. Das heißt, Sie selbst hatten einen transformierenden Prozess durchlebt, der zur seelischen Gesundung geführt hat, aber in dem Gespräch erlebt, dass es für die Therapeuten weiterhin darum ging, eine Theorie oder einen therapeutischen Versuch zu vertreten. Ja, ich hatte immer so den Eindruck im Nachgang, dass er, der Therapeut, für ihn ist das wie so den Durchbruch haben wollte in der Medizingeschichte, so quasi überspitzt gesagt. Und ich bin jetzt so ein Stück weit so das Experiment gewesen dazu. Wie ging es dann weiter bis zu Ihrem Entschluss, Ihre eigenen Erfahrungen als Coach auch anderen Menschen verfügbar zu machen? Ja, also es war dann noch ein längerer Prozess, um die Krankheit wirklich anzunehmen. Ich habe einfach wie alles gemacht, was ich so fand, was denke ich darüber. Ich habe das alles analysiert und so weiter und habe dann mein komplettes Leben eigentlich auf den Kopf gestellt. Also ich habe den Job eigentlich gekündigt, bin umgezogen. Also durch dieses Nahtoderlebnis wurde mir einfach klar, hey, du hast jetzt gerade etwas erlebt, das nicht viele erleben. Ich hatte wieder den Eindruck, ich muss das für mich aufschreiben. Also ich habe da wirklich diesen Stift in die Hand genommen, es hat geschrieben. Ich habe das alles aufgeschrieben. Ich habe aber auch von Seiten Arbeitgeber damals einen Coach zur Seite bekommen. Und ich kannte ja dieses Berufsfeld gar nicht vom Coach. Und merkte, das ist genau das, was ich schon immer tun wollte. Also es haben sich so mehrere Puzzleteile dann zusammengetan. Ich fragte mich auch, wieso sollen wir erst so spät über den Tod nachdenken? Wieso können wir diese Dinge nicht einfach integrieren? Weil alles im Leben ist ja auch ein Stück, es gibt immer größere und kleinere Sterben im Leben auch. Und mir wurde dann bewusst, dass dass es gar nicht um die Angst des Todes geht, sondern eigentlich darum, wir haben mehr Angst, wahrhaft zu leben. Und zwar aus dem Herzen heraus zu leben und unser Leben so zu gestalten,
wie wir es möchten. Also ich habe das erste Mal, als ich da im Spital dann einen Stift in die Hand nehmen konnte, drei Dinge aufgeschrieben. Ich lebe mein Leben, ich verwirkliche meine Träume und auch meine Wahrheit spreche. Wir sind manchmal so in einer Gesellschaft gefangen von Normen. Was ist richtig, was ist falsch? Und hinterfragen dann gar nicht mehr, ist das auch, stimmt das auch für mich? Und macht es uns ja nicht aus, individuell zu sein und diese Individualität zu leben. Und das habe ich dann eigentlich auch versucht umzusetzen. Sie haben also alles in allem betrachtet einen Weg aus der Passivität gefunden. Opfer einer Erkrankung zu sein, Opfer der Normen zu sein, aus dieser Starre, die auch mit Ängsten verbunden war, also herauszufinden zu bewusster Aktivität. Ja, und auf diese Entdeckungsreise zu gehen, von sich selbst oder auch von was ist da noch, also eigentlich wieder zu diesem Anfang zurück, das Geheimnis des Lebens zu entdecken, so quasi. Haben Sie das Gefühl, etwas von diesem Geheimnis entdeckt zu haben? Haben Sie das Gefühl, dass alles, was Sie erlebt haben, einen tieferen, verborgenen Sinn hat? Ja, schon. Also ich glaube, dass wir wirklich, dass jeder von uns seinen Auftrag oder seine Mission hat. Und ich glaube, die ist eben so spezifisch und individuell. Und nur wenn wir unsere Individualität und diese Einzigartigkeit leben, dann sind wir ein, ja, wie so ein Feuer, das andere entfacht und das auch als Inspiration gilt. Und keiner kann das Leben anderer leben, außer wir hören auf diese, was Normalität ist. Also ich glaube schon, dass das so ein Teil des Geheimnisses des Lebens ist. Und dass es alles eine Erfahrung ist und das Leben nie endet, sondern es sind einfach unterschiedliche Haltestellen. Und über den Tod hinaus geht es weiter. Haben Sie heute noch irgendwelche Ängste, wenn Sie an den Tod denken? An den Tod überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, oder ich finde es etwas mega Schönes. Und es ist wie das Nachhausekommen und sich dann wieder für etwas Neues bereit machen. Aber Ängste gibt es immer noch. Aber ich glaube, das ist einfach der Mensch, der mit seinem Verstand sich dann an gewisse Vorstellungen klammert und Erwartungen ans Leben. Frau Amrhein, alles Gute weiterhin und vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit, dass Sie uns an Ihren Erlebnissen teilnehmen lassen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.